Und da sind wir dann auch schon. Verdammte Scheiße nochmal. Ja, gut, okay, das war ja... Das war ja weniger schwer als ich dachte. Extraordinär. In den Abyss zu fallen und immer noch zu leben. Aber dein Glück ist dabei auszurennen oder auszulaufen. Geh mir aus dem Weg, Schwuchtel. Kind, bevor ich dich umbringe, will ich dir noch ein paar Neuigkeiten erzählen. Dein wertvoller Meister ist in unserer, ja, Gewalt. Was? Dieser alte Mann wird uns mit seiner Seele füttern. Das Ritual hat sich erfüllt. Nee. Die hat sich darauf vorbereitet und wir werden nur noch erwarten, bis der Mond aufgeht. Der volle Mond aufgeht natürlich. Nein! Oh, Hilfe! Hallo. Okay, okay, okay. Ups, das wollte ich gar nicht. Kannst du von mir aus mal wecken, wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht doch mal wieder. Da geht's gleich weiter. Der sieht aber ein bisschen ungemütlich aus. Der Kollege, was geht denn hier? Wo ist er? So, und da haben wir ihn, tatsächlich. Wundervoll. Oh, ich ziehe ihn fast nicht ab. Bleiben uns die Karten.
wechselt, sind die fast genauso stark. Oh, wir haben ihn tatsächlich geschafft. Das hätte ich nicht gedacht. Und haben 2 Level-Ups bekommen. Gehen wir da mal rein und gucken, was wir so machen können. Eieiei. Ich weiß aber nicht, was wir hier genau... Jetzt wird Zeit aufzuladen, das sieht aber nicht gut aus. Vor allem, da ich fast nichts zum Aufladen habe, das ist noch viel schöner. Fantify-Fahrt. Maximum MP bringt mir auch nichts. Tja. Das sieht nicht gut aus, würde ich sagen. Oh, und wir haben ihn geschafft. Das war aber schon allerhöchste Eisenbahn, also da ist quasi nichts mehr übergeblieben von uns. Und dann ein Arschloch.
Alter. Mit null Energie. Toll. Tja, dann werden wir mal schauen, ob wir hier was ausrichten können. Ja, guter Punkt. Ja, gut, super. Ich bin hier total konzentriert und hab schon Angst. Aber das war wirklich. Ich hab's gelesen. Eigentlich fast lächerlich, der Endgegner. Gegner. Und es ist die Dame, die wir schon mal getroffen haben. Ja, sagt er auch gerade. Camilla heißt sie. Und sieht darauf aus, Dracula zurückzubringen. In diese Welt. Und ja, die Welt ist intrigenhaft und was soll sich da noch daran ändern, wenn sie sowieso schon so höllisch ist, ihn zurückzubringen. Kann ja nur noch besser werden. Gut, und die Dame hat vor, Dracula wieder zu beleben. Ja, Hals, Maul ist immer schön. Und sie sagt noch was zu unserem Kumpel, der sich am Anfang von uns getrennt hat. Und dass Dracula ihn prüft. Nun gut. Gut, und ich weiß, dass diese Dame, also ich habe hier im Urlaub meinen Dad dabei, den der sonst immer dabei ist und auch schon mitgespielt hat. Einen kleineren, und der hat mir erzählt, hat mir so ein paar Tipps gegeben, und ich weiß, dass diese Dame gegen Elektrizität empfindlich ist. Problem ist, ich habe jetzt nicht im Kopf, welche meiner Waffen elektrisch ist, und deswegen werden wir sie versuchen, mit unseren Boomerangs zu plätten. Denn die sind, wie ihr alle schon gesehen habt, wesentlich mächtiger als meine Peitsche. Wenn wir dann irgendwie überhaupt dann mal kommen. Ah. Macht aber schon was her, die Gute. Und... Mann, oh Mann. Gut, dann müssen wir jetzt all unsere Teams wahrscheinlich benutzen. Habe ich gar nicht mal so viele. Meat, Spice, Meat. 50 HP. Ja. Super. Können wir das wahrscheinlich... Ja,
Lass nochmal eins über. Hoffen, wir schaffen das nicht. Komm schon. Gut, das war ein schwacher Treffer gleich hinterher. Und geschafft. Und da ist sie schon. Tot. Aha. Oh, und das ist Duke. Nathan, endlich bist du angekommen. Duke, geht's dir gut? Ich dachte, du wärst tot. Duke, was machst du? Ich will dich töten, um mir selbst zu beweisen, dass ich drücke gerade ein bisschen schnell. Um mir selbst zu beweisen, dass ich der Bessere von uns beiden bin. Und deswegen will er uns töten. Und, anscheinend hat er sich entschlossen, Dracula zu dienen. Weil er befindet, dass das eine bessere Sache ist, als, mit seinem dummen Meister und sich gegen zu eiern. Und, das ist genauso wie beim letzten Endboss, er zieht uns auch nichts ab. Ja. Total bescheuert. Und er hat aber, wie man sieht, lustigerweise die gleichen Sachen. Und, da haben wir schon hat er schon die erste Form noch hinter uns. Oh Mann, wie billig. Hör auf, you. Ich will dir nicht wehtun. Na dann, ich weiß. Bist du wieder du selbst? Nathan, es tut mir leid. Ich werde überdrüssig. Hm? Als mein Vater dich denjenigen auserkoren hat, habe ich mich minderwertig gefühlt. Ja, gut, und dann haben wir das gleiche wie immer, Leute. Ja, dann entsteht aus dem Neid Hass und schwupps wollen sich die Leute an die Gurgel. Und er versteht halt nicht, warum sein Vater ihn gewählt hat, als den, der hier alles schmeißen kann quasi und nicht seinen eigenen Sohn, Duke Baldwin. Tja, Duke, wahrscheinlich, weil du es nicht so drauf hast wie wir. Aber er empfindet Schuld. Jetzt geht es erstmal daran, Vater zu helfen, das sagt er auch gerade. Und wir schließen wieder... Ja. Du hast das wirklich gut gemacht, mein Junge. Aber hier endet deine Reise. Wetter. Und wir kennen das aus Castlevania 1. Etc, etc, etc. Wenn ja Dracula's Curse und so weiter und so fort. Chronicles, PlayStation. Man muss Dracula natürlich am Anfang muss man seine Schüsse und Fledermäuse dir nach uns scheucht. Ausweichen und dann muss man ihm nur ein Kreuz in die. Okay, dachte man, müsste ihn jetzt die ganze Zeit am Kopf treffen, weil schön, dass ich so blöd rumgehampelt bin. Oh, Kraft. Ich brauche meine volle Kraft. Huh?
da kommt. Ihn nach. Lass ihn nicht entkommen. Da kommt der Sohn von Morris Baldwin und rettet seinen Vater. Ich achte auf meinen Vater. Du gehst ihm nach. Okay. Bring den Meister in Sicherheit. Ja, okay. Er bringt seinen Vater weg aus dem Schloss. Einschalten, wir rennen in den Lichtstrahl und werden direkt in Fegefeuer gebeamt. Gut. Ja. Diese netten Bläschen werfen nicht so viele Bumerangs, so wie ich jetzt gerade, werfen nur die nötigsten, denn die ziehen ja viel Herzchen ab, wie ihr wisst. Oder habt genug zum, ja, zum Nachladen da, ne? Diese Bläschen können auf jeden Fall vergiften. Was jetzt auch kein Weltuntergang ist, wenn ihr Antidot dabei habt. Aber, ja, weiß ich ja nicht, ob das so ist. So, und jetzt machen wir das. Zack, und jetzt sind wir unsichtbar. Und das brauchen wir für diese Attacke, der wir ansonsten nicht ausweichen können. Also, ich denke, man müsste schon der rote Blitz sein, um das manuell aussteuern zu können, hier nicht getroffen zu werden. So, das weiß ich gerade gar nicht. Könnte ich wahrscheinlich auch anders, könnte ich wahrscheinlich auch umgehen, aber jetzt ist es zu spät. Das gleiche. Also ihr könnt diese Attacke ausweichen, indem ihr auf die Plattform geht, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ist das nur ein? Ne, ich glaube es sind drei. Und ich sollte auch langsam mal irgendwas überdenken, weil... Oh ja, okay, jetzt kommt der Meteoritenregen noch einmal. Tja, und wer hätte gedacht, man braucht an einer Stelle des Spiels mal nur, Steuerkreuz. Gut, was das Problem ist, wegen, ich konnte ja eben schlagen, wie ihr gesehen habt, das Problem an der Stelle ist nur, dass ihr nicht treffen könnt, solange ihr diese Attacke eingeschaltet habt. Und ich habe schon ziemlich viel Energie verloren, denke ich. Das sieht nicht gut aus. Antidot. Ja, Herzchen noch mal ein bisschen hoch. Ach nein, Herzchen sage ich schon. Magie. Aber das mit den Herzchen, da werde ich auch nochmal zurückkommen müssen, denn... Aber das ist ja positiv gewesen, dafür fehlt ihr genug in diesem Spiel. Upsi. Ja. Jetzt schalt mal schnell die Karten ein und... benutzt die Ability. Lieber Jack. Was mich über das Spiel ein bisschen geärgert hat, obwohl ich es wirklich sehr, sehr geil finde, ist die vielen nutzlosen Rüstungsgegenstände. Und nebenbei immer schön hier an der Decke bouncen. Das ist gut. Wenn er diese Flugattacke oder Ramattacke von links nach rechts und rechts nach links macht. Und ansonsten könnt ihr wieder die Boomerangs und benutzen und diese Fledermäuse peitschen. Das zieht ihm leider nichts ab. Das ist nur... da, damit er sich dann irgendwann wieder zusammensetzt, so wie jetzt gerade. Jetzt zieht ihm doch was ab? Ich glaube nicht. Tja, müsstet ihr wahrscheinlich in an schlaueren Orten nach suchen, nach der Antwort dafür, zum Beispiel im Internet, via Google.
Oder ihr schaut euch einen Walkthrough von einem wirklich erfahrenen Menschen in diesem Spiel an. Die werden wahrscheinlich diesen Endkampf auch ruckzuck über die Bühne bringen, während ich hier 80 Millionen Jahre brauche. Aber ich bin lieber vorsichtig und schaff's dann. Fertig ist, dann wird es für mich auch allerhöchste Zeit. Ich muss nämlich dringend muss ich. Bin quasi nah am Wasser gebaut gerade. Ja doch, ich glaube, wir ziehen den Fledermäusen was ab, wäre ja sonst auch schwachsinnig, weil ich treffe ihn kaum. Beziehungsweise nein, das Auge müssen wir jetzt verletzen. Das Auge müssen wir verletzen. Und die Fledermäuse verletzen mich, das ist auch wieder unschön. Eine Potion. Und 6-mal Spice Lead, das ist auch nicht gerade viel. Und wieder ausweichen. Schön an der... Schön an der Decke entlang bouncen. Jawohl, das ist ein Treffer. Also abziehen tun wir dem Auge einigermaßen. Und ihr seht übrigens, ich bin auf Level... 64 war es, glaube ich. Es ist trotzdem schwer, also für jemanden, der das ganz in Ruhe und gemächlich durchspielt, empfehle ich die Figur Nathan Graves wenigstens auf Level 75 bis 80 zu bringen, damit das hier ein bisschen locker flott vonstatten geht. Und auf diesem glorreichen Weg auf Level werdet ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Potions mehr einsammeln, als ich zur Verfügung habe. Das auch, aber leider mich. Und dennoch schlecht sieht es nicht aus. Dafür, dass ich meine Mie noch nichts verbraucht habe, jedenfalls. Ja, da müsste wieder in der Augenform sein. Und ich kann ja dafür, kann ich nochmal mich bedanken bei meinem Neffen, dass der zwischendurch in den Pausen, wo ich quasi unterwegs war, wir haben hier auf dem Haufen gesessen im Urlaub, dass der in den Pausen mich, ich glaube, gefühlte 15 Level hochgestuft hat. Ansonsten würde ich hier, glaube ich, auch ziemlich alt aussehen. Das sind ganz rapide Sprünge, die dieses Spiel hier macht, bei den, was Ausstufungen angeht. Um Endgegner erfolgreich besiegen zu können, Stages erfolgreich bestehen zu können. So, Dragolex wird aber langsam mal Zeit, ne? Ich werde auch langsam ungeduldig. Ich fang schon an, mit dem Bein hier zu zappeln.
es war eine sehr weise Idee von mir, die erste Form vom Dracula im letzten Video zu machen. Da sie zwar nicht schwer ist, aber ja doch ein bisschen Zeit frisst und ich glaube mit einem Video, was ich habe, was wirklich schon in Überlänge ist, reicht es dann auch für so ein Walkthrough. Ja, dann wollte ich so halbwegs im Rahmen halten. Oh, 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 ja. Oh, jawoll. Geh schreien zugrunde, du Arschloch.